Auf der anderen Seite wird es Rechtschaffene geben, möge Allah uns dazu zählen, die auf besondere Weise auferstehen werden. Dazu gehören jene, die die Gebetswaschung vollzogen haben. Ar-Rasul alayhi salatu wasalam sagt, meine Ummah wird zu meinem Becken kommen, um daraus zu schöpfen. Möge Allah uns aus diesem Becken trinken lassen. Ja Rabbi, gib uns aus diesem Becken trinken, auf dass wir nicht mehr dursten am Tag der Auferstehung. Dabei werde ich die anderen abhalten, so wie jemand die fremden Kamele von seinen Kamelen abwendet. Ja Rabbi, lass uns nicht zu denen gehören, die abgehalten werden. Sie fragten, O Prophet Allahs, wirst du uns erkennen? Also es gibt Leute, die dürfen dahin und Leute, die dürfen nicht hin. Da fragten die Sahaba, ja, wie erkennst du uns denn? Er sagte, ja, ihr werdet Abzeichen besitzen, die niemand anderes besitzt. Ihr werdet zu mir mit Blässen und Kronen kommen, aufgrund der Gebetswaschung. Blässen und Kronen, das sind die weißen Flecke bei einem Pferd. An der Stirn, wenn ein Pferd, ein dunkles Pferd, braun, schwarz oder irgendwie, und dann hat es einen weißen Fleck an der Stirn. Oder an den Hufen, über den Hufen, diese weißen Flecke. Das nennt man Blässen und Kronen bei einem Pferd. Ruran Muhajjalin, also im Arabischen. Diese werden leuchten. Wenn du Wudu machst, bist du jemand, der ein Abzeichen bekommt, subhanallah. Wie sehr bist du stolz, wenn du in der Dunya irgendwas machst und bekommst ein Abzeichen? Wenn du Wudu machst, bekommst du dieses Abzeichen. Du leuchtest dann. Und dieses Leuchten wird viele Vorteile haben, Yawm al-Qiyamah. Nicht nur diesen Vorteil, aber auch diesen Vorteil, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dich erkennt. Aywa, du bist ein Muslim, du gehörst zur Ummah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Genau, und dieses Licht wird auch helfen auf dem Sirat. Genau, barakallahu fik. Also mit Blässen und Kronen ist die Helligkeit am Gesicht und an den Beinen gemeint. Und diese Abzeichen findet man bei Pferden. Also Blässen sind weiße Flecken an der Stirn und Kronen sind weiße Ringe an den Beinen. Also heute haben wir viel Deutsch gelernt, oder nicht? Allahumma barik. Und da soll jemand sagen, wir wollen uns nicht integrieren. Eine weitere Gruppe von Menschen, die eine Besonderheit bei der Auferstehung aufweisen, sind natürlich die Märtyrer. Möge Allah uns als Märtyrer sterben lassen. Allahumma amin. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, jeder, der auf dem Weg Allahs verletzt wird, und Allah weiß Bescheid, wer auf seinem Weg verletzt wird, der wird am Tag der Auferstehung hervortreten, wobei die Farbe des Blutes ist und der Geruch von Moschus ist. Und dies gilt natürlich nicht nur für denjenigen, also das ist ja jemand, der im Krieg gefallen ist. Ja? Aber Shahada, also der Märtyrertod, befasst sich ja nicht nur mit dieser Form, sondern Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat ja mehrere Formen genannt. Dazu gehört was? Ja? Genau, also in Trümmern, ja? Also der aufgrund von Trümmern stirbt. Ja, bitte? Genau, also Krankheit, also der im Bauch eine Krankheit hat, ja? Ertrinkt. Frau während der Geburt stirbt, ja? Genau, die Lungenkrankheit, ja? Genau, wenn er seinen Besitz verteidigt und dann getötet wird, ja? Genau, Verbrannte, ja? Bitte? Und im Krieg, genau. Oder wolltest du noch was sagen? Genau, Tarun, genau, wenn man aufgrund von Pest stirbt. Das heißt natürlich nicht, wenn wir sagen, Ja Rabbi, gib mir einen Märtyrertod, heißt das nicht, Ja Rabbi, gib mir den schlimmsten Tod, den es gibt, die schlimmste Krankheit, sondern nein. Ja Rabbi, bewahre uns vor allen schlimmen Krankheiten und vor jeglichen schlimmen Todesfällen und schenke uns trotzdem den Status eines Märtyrertodes. Du hast es mit einem Großzügigen zu tun. Du hast es mit einem Großzügigen zu tun. Und die Gelehrten sagten das. Es kann sein, du stirbst ganz normal und trotzdem bist du ein Märtyrer. Warum? Weil du eben so sehr Allah Azza wa Jalla angefleht hast, ein gutes Ende zu bekommen, dass du eben diesen Status bekommst. Wie zum Beispiel Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Der wurde weder im Krieg getötet, noch irgendwie hatte er eine schlimme Krankheit oder sowas. Und trotzdem ist er, wallahu a'lam, ja, also wir können das ja bei Leuten nur sagen, wenn wir einen Beleg haben. Aber auf jeden Fall, wie die Gelehrten sagen, er hat sich so sehr eingesetzt für den Islam, dass er sicherlich in der Rangstufe der Märtyrer sein wird. Ist das klar? Also nur weil du jetzt sagst, Ja Rabbi, gib mir einen Märtyrertod, heißt es nicht, Ja Rabbi, entweder soll Krieg sein oder verbrennen oder ertrinken oder ersticken oder... Das heißt es nicht. Denn du machst ja auch Dua, Ja Rabbi, bewahre mich davor. Vor schlimmen Todesfällen. Ja, wie soll man das jetzt vereinen? Ja, du meinst also, Ja Rabbi, gib mir einen einfachen Tod, aber trotzdem den Status des Märtyrertodes. Ich denke, dann machen wir hier einen Halt, inshallah ta'ala, bi'idhnillah, um dann weiterzumachen. Inshallah beim nächsten Mal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen guten Tod geben. Ja Rabbi, lasse unsere besten Taten die letzten Taten sein und unsere schönsten Momente jene Momente sein, an denen wir dich sehen. Ja Rabbi, schenke uns einen guten Tod. Lasse uns das Glaubensbekenntnis sagen mit unseren letzten Atemzügen. Ja Rabbi, bewahre uns vor sämtlichen Versuchungen und vor sämtlichen schrecklichen Formen des Todes. Lasse uns ein gesegnetes Leben führen in Anbetung und Gesundheit und bewahre uns vor jeglichen Krankheiten, uns und unsere Familien. Ja Rabbi, lasse uns als Muslime sterben und lasse unsere Verwandten als Muslime sterben. Ja Rabbi, wer noch nicht
nicht den Islam angenommen hat. Wir bitten dich, dass du ihre Herzen wendest hin zum Islam. Und wer Muslim ist, ja Rabbi, festige die Herzen, auf dass wir alle vereint werden mit dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in den höchsten Stufen. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.